Hey, hallo. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Kalbsbratwurst ganz einfach selber machen kannst. Und zwar zwei Variationen. Einmal eine feine Variante und einmal eine grobe. In jedem Fall brauchst du Fleisch und dafür erstmal Kalbfleisch, dann Schweinebauch und Schweinerückenspeck. Auf der Gewürzseite Salz und dann habe ich hier noch Pfeffer, Markis, Piment und Kardamom. Und hier vorne habe ich noch ein bisschen abgeriebene Zitrone. Wenn du das Ganze feiner machen willst, dann brauchen wir zum Kuttern auch noch Milch. Die stellen wir jetzt gleich weg, hilft dann bei der Bindung, die frieren wir jetzt ein und zeige ich dir später, wie das funktioniert. Ich würde sagen, jetzt legen wir erstmal los. Und zwar mit dem Schneiden, wie immer in wolfgerechte Stücke schneiden, alles Fleisch zusammen, muss nichts getrennt werden, alles rein in eine Schüssel und dann passt das. Nachdem das Fleisch dann klein geschnitten ist, ist der nächste Ding wieder die Gewürze fein mahlen. Wenn du schon gemahlene Gewürze hast, musst du es natürlich nicht machen, komplett optional. Ich mache da hier auch immer das Salz rein, da siehst du, das ist so eine richtig schöne Gewürzmischung, die ich dann zum Fleisch hinzugeben kann. Und dann das einmal richtig schön durchmengen, damit es schön verteilt ist. Und dann stellen wir das jetzt einmal in den Gefrierschrank, um das Fleisch anzufrieren. So, wenn das Fleisch angefroren ist, ich nehme jetzt hier eine feine Lochung. Das kannst du auch, wenn du die noch gröber haben willst, kannst du natürlich auch eine ganz grobe nehmen. Ich lasse das jetzt hier durch die kleine Lochscheibe. Und ja, alles Fleisch und Fett einmal durchgeben. Jetzt hier alles durch und dann das Ganze einmal richtig schön vermengen, sodass es eine richtig schöne Bindung hat. So, ich habe jetzt im nächsten Schritt diese Masse aufgeteilt. Und zwar werde ich jetzt nämlich eine Hälfte noch feiner machen. Das heißt, ich werde die jetzt kuttern. Dafür einfach in eine Küchenmaschine oder in den Kutter die Hälfte reinmachen und dann nach und nach die gefrorene Milch hinzugeben und dann auch immer die Temperatur messen, schauen, dass das Ganze nicht zu warm wird. Unter 12 Grad ist alles super. So hält dann auch die Bindung und es bricht uns nicht auseinander. Und dann nochmal ein, zwei Minuten fertig kuttern. So, und dann siehst du auch, hast du hier eine richtig schön feine Masse. Wie gesagt, ich bin eher so der grobe Bratwursttyp, aber ich wollte es auch nochmal zeigen, wie das geht. So, dann Darm aufziehen, wie immer auf die Fülltulle. Einmal kommt er drüber und dann langsam das Bret rauslassen. Und dann in die Bratwurst einfüllen. Dicke kannst du natürlich entscheiden. Ich habe jetzt hier Schweinedarm 28-30 verwendet. Und dann in die gewünschte Länge abdrehen. Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Und dann hast du hier deine Bratwürste. Du siehst auch, das ist fein und grob und ich werde das Ganze jetzt einmal anbraten. Ich habe das in meiner Pfanne jetzt einmal kurz rausgebraten und schneide das Ganze mal an. Das ist die feine, das ist die grobe. Wie gesagt, so richtig grob ist sie auch nicht, aber hier sieht man, hat eine schöne Bindung. Jetzt nochmal die feine. Und hier sieht man, das Bret ist auch, hat eine schöne Bindung, nicht auseinandergebrochen. Und man sieht schon den Unterschied. Das ist viel feiner als das andere. So, jetzt mal geschmacklich testen. Und ich würde sagen, da holen wir uns einmal den Originalton rein. Sehr weich, mild, schöne Kalbsbratwurst. Auch schön würzig, kann man nicht sagen. Und jetzt hier bei dem. Noch ein bisschen Senf. Ja, ich glaube, es gibt viele, denen schmeckt das Lied besser. Ich bin nicht so ein Fan von feiner Bratwurst. Deswegen das komplette Rezept unten in der Videobeschreibung. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Abo da. Schreib mir einen Kommentar, wenn du es nachgemacht hast oder wenn du irgendeine Fragen hast. Und ansonsten sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Bis bald.